Diese 60 Minuten hat Franziskus Wendels Zeit. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Geht bei uns immer so. 60 Minuten Zeit für einen Künstler, eine Künstlerin, etwas zu machen. Und das jetzt sieht erstmal für mich aus wie meine Garage, wenn ich es mal aufgeräumt hätte. Was passiert? Ja, so ist das. Das ist der Sperrmüll von vor zwei Wochen im Agnesviertel. Ich mache das normalerweise immer so, dass ich das nehme, was ich vor Ort finde. Im WDR war nichts zu finden, was irgendwie sowas von verfügbar war. Ja, sowas von aufgeräumt, beziehungsweise so schwierig zu klären, die Zuständigkeiten. Oder steht eine Inventarnummer dran. Genau, und dann habe ich gesagt, gut, ich bringe das mal mit. Ansonsten ist das so praktisch, ich bringe immer nur Farbe mit, ein Licht, und dann ist das meine Arbeit. Und am Ende reise ich ab und lasse mir höchstens das Licht hinterher schicken. Jetzt habe ich die Sachen selber mitgebracht. Bis zur Lichtkunst war es ja ein langer Weg. Im Hopgalopp erst eine Konditor- und Bäckerlehre, glaube ich. Ne? Ja. Die stand zu Anfang. Dann wurde aus ihnen Theologe. Ja, 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 das ist alles so parallel gelaufen. Meine Eltern hatten eine Bäckerei und ein Café. Und dann habe ich eine Bäckerlehre gemacht, praktisch neben dem Abitur. Dann habe ich Kunst studiert, daneben Theologie, weil ich mich habe überreden lassen, das auf Lehramt zu machen von meinen Eltern als Absicherung. Und dann noch mal Philosophie und Kunstgeschichte studiert und am Ende bin ich Künstler geworden. Erst gab es die Malerei und dann kam es auch noch den Zusatz der Lichtkunst. Ja. Und das betreiben Sie sowohl beim Sperrmüllstädtchen Köln als auch in der Eifel, der alten Heimat. Ne? Ja. Und die Lichtkunst hat bei Ihnen ganz viel damit zu tun, was Licht eben kann. Nämlich hell und dunkel zeigen. So simpel ist eigentlich ja Lichtkunst. Ne? Bei Richtig. Ihnen aber. Ja, wobei beide Sachen sind so auseinander erwachsen. Ich habe sehr viel Städte gemalt. Ich komme aus dem Land, vom Land, und habe dann Stadt für mich einfach als Thema entdeckt. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich dieses Thema Licht Stadt bei Nacht einfach als intensiv als Thema bearbeitet habe, erst als Malerei. Und irgendwann kam die Idee, das in den Raum zu übertragen. Und das ist jetzt sozusagen, was ich Ihnen heute Abend hier präsentieren will. Ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe in der Kürze der Zeit. Aber es gibt in Köln in der Galerie Boissere eine Installation, die man noch vier Wochen sehen kann. Können Sie gerne an. Bei uns ist das noch flüchtiger. flüchtiger sind auch immer Filme, deswegen gucken Sie mal, was Sie uns erzählt haben, okay, und was wir dann einfach mal schnell zusammengeschnitten haben, ob Sie sich darin wiederfinden. Nacht fasziniert mich, weil sie eine viel interessantere Seite von uns auch widerspiegelt und in irgendeiner Weise symbolisiert wie der Tag. Wir sind alle unglaublich tagfixiert. Die Nacht hat eine ganz eigene Magie, weil die Dinge zum Teil verschwinden und weil die Dinge sehr stark davon abhängen, wie sie beleuchtet sind. Raum ist eine ganz zentrale Dimension meiner Malerei. Es geht darum, den Ort auch in Frage zu stellen, indem wir uns bewegen und dadurch ein Sinnbild zu machen für das, was unsere Existenz ausmacht. Der Reiz dieser Bilder mit Leuchtfarbe ist der, dass man zwei Realitätsebenen hat, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Eine Tagansicht, die oft sehr ernüchternd ist, sehr alltäglich auch, und man hat eine Nachtansicht, die ein vollkommen anderes Bild gibt, eine große Attraktivität und Faszination auch bietet. Und man hat zwei unterschiedliche Räume. Man hat die Nähe und Unmittelbarkeit von Dingen bei einem Tagbild und man hat die Weite und Tiefe eines suggerierten Raumes in der Nacht. Dunkelheit ist ein seltenes Gut. Es gibt kaum mehr irgendwo einen Ort, der nicht Licht hat. Dunkelheit ist für mich sowas wie Stille. Und erst in diesem Kontext der Stille wird wirklich ein Ton, ein Geräusch oder halt ein Licht sichtbar. Ich ahne jetzt schon, dass das gleich nicht mehr so aussehen wird wie eine unaufgeräumte Garage. Herr Wendels, wenn die 16 Minuten um sind, bin ich wieder da. Okay, super, bis gleich. Bis gleich. So, Simone, du bist zwar schon da, aber du musstest ja auch irgendwie erstmal hier hinkommen. Deswegen wagen wir jetzt mal einen kurzen Zeitsprung. Du
Nee, gut, dann laufe ich für dich einfach mal. Denn die 60 Minuten sind um. Und wenn ich 60 Minuten als Vorgabe gemacht habe, möchte ich auch gucken, wie weit es gediegen ist. Hallo. Hallo. Sieht ja genauso aus wie vorher. Ja, ja. Eine ganze. Ja, ein bisschen anders. Ist ein bisschen anders. Also, ich habe ja gerade schon mitgekriegt, es lebt durchs Licht ausmachen. Genau. Das heißt, hier sind überall jetzt Punkte angebracht, die bei Licht aus was ganz anderes zeigen. Ist es genau. So? Es ist bemalt mit Leuchtfarben, so die Farben, die man auch auf dem Wecker hat. Und es sollte jetzt ein Bild ergeben, was ja, jeder kennt und was irgendwie auch eine Poesie zu dem ergibt, was man jetzt sieht, okay. Wenn das Licht aus. Dazu gehört Licht aus. Also bitte ich auch mal um Licht aus. Mal gucken, was dann passiert. Ganz aus und es passiert eigentlich mal fast nichts, was an unserer Kamera liegt. Deswegen, wenn man eine andere, anders auflösende Kamera nimmt, dann ergibt sich folgendes Bild. Wupp, so groß ist der Unterschied. Und das ist jetzt genau die Punkte, die wir angemalt an den ganzen Matratzen und Bügelständern, Bügelbrettern, Papierkörben und sehen. Und bilden das Skyline, kann man so satt erkennen, oder? Das ist so, ja. Es bildet eine Stadt, es bildet ja, ein fiktiver Ort, den wir doch kennen. Von Reisen. Köln ist ja nicht ganz so Metropolen, vor allem Köln hat keinen fließenden Verkehr. Das sieht man jetzt hier. Was ich sofort auf Anhieb erkannt habe, ist unten eine Straßenkreuzung. Ne? Ja, oh, genau, ein Autobahnkreuz. Und, kann man ja. Jetzt mal im Ernst, kann man das zu Hause nachmachen? Kann man machen, ob es, also es ist nicht so, als Kunst, sondern einfach als Versuch. Was klar, passiert? Kann man Licht machen, aus? Kann man machen, ist immer gut. Licht ausmachen ist immer gut, immer spannend. Und diese Farbe hat natürlich den Reiz, dass irgendwas stehen bleibt. Es ist so ein Schein bei was Unscheinbarem. Es ist eine Täuschung da drin und wenn das Licht angeht, wieder eine Enttäuschung. Und all das ist einfach ein ganz spannendes Element. Das hat mich daran gereizt, das zu machen. Es ist so, normalerweise, wenn ich sowas mache, bin ich wirklich sehr lange da dran, weil ich das Gefühl habe, ich will das so haben, dass das richtig knackig perfekt ist. So in der chinesischen Malerei sagt man, das Drachenauge, der letzte Punkt, der dann noch stimmt und dann fliegt der Drachen. Und das Ganze ist wirklich so. Ich fand das beeindruckend und wenn meine Frau sagt, räum mal endlich in den Keller auf, dann sage ich, du verstehst. Rufen Sie mich an. Ich bin ein Künstler, ich habe Herrn Wendels eingeladen, der kommt die Tage mal vorbei. Machen Sie das. Lieben Dank, echt erstaunlich. Licht aus und alles ist anders. Danke. Danke. Ich renne mal mit. Kommen Sie mit zur Runde. Okay. Gebt noch mal Musik. Ah, da können Sie auch dazusetzen. An der Stelle. Stehen die Jungs denn schon wieder? Und Daniel ist schon nicht mehr aus der Puste? Ich sitze hier. Ach so, gut. Ich schick die aber auch da gleich wieder hoch. Ja, habt ihr gesehen, was Herr Wendels gerade gemacht hat? Mit dem Licht aus. Verrückt, oder? Ja, das ist toll. Aus der chaotischen Garage plötzlich so. Daniel, ich schick dich aber schon wieder auf die Bühne. Denn es gibt noch mal Musik von euch. Ich danke an dieser Stelle schon mal der Runde. A fürs Kommen. Sage das nächste Woche Daniel Hope, bekannt als Geiger. Ja, ich kenne ihn gut. Ich habe für ihn schon Laudatio gemacht. Und Caroline Peters, die wesentlich mehr ist als eine Kommissarin in Hengersch. Ne? Das Eidinger. Lieben Dank, Simone Kern. Ja, gerne. Zu kurz. Ist viel zu kurz? 18 Minuten sind zu kurz? Ja. Okay, wir können noch ein bisschen sitzen bleiben, aber um Mitternacht geht hier das Licht aus. Kurz, ne? Wir spielen noch mit dem Stück, das heißt übersetzt Sarg. Zwei. Zwei? Ja, Coffin for Two. Coffin for Two, genau. Nee, Coffin, also der sagt, ihr macht den Deckel zu. Wolbert, lieben Dank auch fürs Kommen. Ihr nochmal. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Montag wieder. Danke nochmal in die Runde. Applaus von mir. Wolbert. I love her still. You're looking for salvation. The drama look new. Come on, let's get buried in this coffin for two. The moon up in the heavens with a diabolic smile. My papa's got a heart attack. Left you feeling alive. We hit him for the highway. Mary don't like me. Come on, let's get buried in that. Finish that by the same.
answer. Cats have been raining all of my days. I know you need spaces. Every lie become true. Town, let's get buried in there. Get buried.